Ja, die Serie ist vorbei, aber das Spielen geht erst richtig los oder geht weiter. Mega Constructs. Hallo Leute übrigens, willkommen bei Me Applecat. Also Mega Constructs hat ja an seiner Black Series einige Sets aus Game of Thrones rausgebracht und die wollen wir uns jetzt mal zu Gemüte führen und wir fangen mit dem kleinsten Set an. Das ist Battle Beyond the Wall, also die Schlacht jenseits der Mauer. Ist ein echt kleines Set. 176 Teilchen, drei Figuren, ein bisschen Mauer, ein bisschen Schnee, ein bisschen Flammen. Ja, und das war's dann auch schon. Interessant sind hauptsächlich wirklich hier die Figuren bei dem Ganzen. Aber es gibt ja noch größere Sets. Es gibt noch den Eisernen Thron, der ist eine Ecke größer und auch interessanter. Und dann noch hier den großen Drogon mit unserer lieben Targaryen, ja, die später durchgedreht ist. Aber der Drache hier, der ist echt cool mit Stoff. Egal, seht ihr alles noch später. Ich werde alles hier im Kanal zeigen. Auf jeden Fall. Auf den freue ich mich besonders, aber wir fangen hier mal klein an und deswegen schauen wir uns mal an. So wird sie aussehen, unser Stückchen. Ne, es ist ja gar nicht die Mauer, also der Kampf jenseits der Mauer. Wir haben folgende Figuren dabei. Wir haben Jon Snow, dann den Nachtkönig und dann hier so einen, ja, was heißt ein Wicked? Ich würde mal sagen, das war einer von diesen wiederbelebten Zombie, weiße Wanderer, oder? Ne, weiße Wanderer waren die anderen. Oh Gott, das ist alles schon so lange her. Das hier ist so ein untoter Zombie-Fritze. So, und hier sieht man nochmal so ein paar, ja, Bilder davon. Jon Snow in der Serie, Jon Snow als Figur, der Nachtkönig und ja. Die Fratzis, die sind hier gar nicht drauf, aber man sieht hier nochmal irgendwas vom Kampf. Hier oben das Zeichen der Familie Stark und ja, genug gequatscht. Packen wir das Teil doch direkt mal aus. Hier oben, da muss man es eindrücken. So, und einmal aufziehen. Und dann schauen wir mal. 176 Teile, das gibt jetzt eine Teileflut. Achtung! Na. Tja. Das war es dann schon. Also insgesamt haben wir 1, 2, ah, da sind die ganzen Figuren drin und drei kleine Tütchen und eine sehr, ja, ich würde mal sagen, homöopathische Anleitung. Also da ist wirklich nicht viel dran. Hier sieht man nochmal das Set. Auf der Rückseite nochmal, ah, ich freue mich auf ihn, den Drachen. Und dann schauen wir mal kurz rein. Zuerst sollen wir hier mal die Minifigürchen zusammenstecken, aber die sind teilweise, glaube ich, schon. Das sehen wir dann. Und dann gibt es dann hier, ja, was soll ich sagen, das hier ist nicht viel. Eine Grundplatte und ein bisschen Mauer drauf gebaut. Das Ganze hier natürlich typisch wie früher bei Mega Bloks schon und jetzt bei Mega Constructs. Alles hier so farbkodiert, dass man genau sieht, das kommt dahin. Das eine Steinchen kommt hier aufs Rote, das andere aufs Gelbe. Danach lässt sich 1A bauen. Und ja, ich würde sagen, ich packe die Tütchen mal aus, baue mal die Minifiguren zusammen und dann, oder ich baue alles. Es ist ja nicht viel. Also, ich leg mal los. Seite 17 spricht das große kleine Buch der Blöcke und ich schieb mal rein, was ich bisher gebaut habe. Das sind nämlich diese Elemente hier. Und wir fangen gleich mal hier mit unserem Untoten an. Den habe ich jetzt hier zum Schluss als erste Figur mal fertig gebaut. Und er ist richtig, richtig cool. Doch, der sieht richtig gut aus. Ich gehe mal noch etwas näher mit euch ran für die ganzen Details. Wir schauen ihm mal hier ins Gesicht. Da sieht man, die Augen sind echt perfekt gedruckt. Da ist also nichts verschwommen, nichts verrutscht. Wir haben eine ganze Menge Details, die hier auch im Gesicht allein schon mit drin sind. Man sieht, er hat keine Nase, die ist ihm irgendwie schon abhanden gekommen, weggefault in der Kälte. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön gemachtes Gesicht, sehr schöner Kopf. Natürlich ein Kugelkopf, das heißt, kennt man bei den Figuren ja, kann man hier schön frei positionieren und bewegen. Und dann schauen wir mal auf seinen Oberkörper. Da kommen die Rippen durch, ein paar Fetzen von seiner Kleidung hängen noch drüber. Da unten geht es dann in sein Leibchen runter, in seinen, ja, Leder. Seine Lederbedeckung für den Unterleib. Und da sehen wir dann auch Gürtel und Streifen und Lederlappen und all so ein Zeugs. Auf der Rückseite sieht es dann ganz ähnlich aus. Das typische Loch, das ja alle Megakonstruktsfiguren haben, dass man die irgendwo nochmal dran machen kann, wenn die sich hinsetzen oder sowas. Aber hier schaut euch mal diese ganzen kleinen Details an mit den Knochen. Man kann die Wirbelsäule dadurch sehen. Und natürlich der Oberkörper, er lässt sich dann hier noch ein bisschen drehen, denn er ist ja hier aufgesetzt. Also
Cooles Teil. Jetzt habe ich ihn hier gerade wieder ein bisschen rausgedreht. So, also, soweit echt schön. Dann hat er auch hier seine Axt in die Hand bekommen. Die Arme lassen sich natürlich auch noch ein bisschen bewegen, nach oben, zur Seite. Und dann nochmal hier die Handgelenke, die man verdrehen kann. Also die kann man richtig schön posen. Ja, die Beine, oh, schon ein bisschen hier gefrierbrannt, würde ich sagen. Zellulite gefrierbrannt. Und auch das alles echt eine schöne Struktur, die da reingebracht wurde. Und unten seine Stiefel, ja, da ist natürlich ein bisschen Schnee mittlerweile dran. Oder ist es Schimmel? Nee, ich würde mal sagen, das ist Schnee. Also die Figur hier, die finde ich schon mal super gut gelungen. Echt schön gemacht, Megakonstrux. Ein schöner Zombie. Ich hätte ja so gerne auch diese Zombies aus der alten Serie. Das war, bevor ich hier drauf gestoßen bin. Ach, die gibt es nicht mehr, nur noch so bei eBay und da ist das alles schweineteuer. Naja, aber er ist echt eine coole Figur. So, also, ich stelle ihn mal hier nach hinten und wir schauen uns das Teil hier an. Es gibt hier nicht viel zu sagen. Ja, das ist die Grundplatte. So sieht sie von unten aus. Unspektakulär, ein paar Steinchen, ein paar Platten zusammengesteckt. Erwähnenswert sind noch hier diese transparenten Steine, diese 2x2er, die da reingebracht sind, um das Eis zu ja, darzustellen. Und natürlich die Megakonstrux-typische Marmorierung, die wir hier haben. Die haben das ja ganz oft bei ihren Steinen, dass die ganz tolle ja, Musterstrukturen reinbringen, Marmorierungen, dadurch, dass hier der Kunststoff einfach nur gemischt wird. Und das sehen wir nicht nur hier, das sehen wir auch hier bei diesen Steinen. Da ist so ein bisschen Glanz mit dabei und man sieht hier unterschiedliche Strukturen. Da kann man auch ein bisschen drauf achten, dass man die dann mit der Seite immer zusammensteckt oder nebeneinander legt, die Steine, dass das auch alles ein bisschen passt. Genau das gleiche dann auch nochmal hier. Und hier, also überall, ist da etwas Struktur drin. Und ganz viel 3D-Struktur haben wir hier reingebaut mit massig Kleinteilen. Das ist wirklich nur Kleinteile-Gefitschel. Hier hinten ein paar Platten, zwei Stück an der Zahl. Da unten Transparentsteinchen. Ja, da sieht man die einmal hier und einmal hier. Und ja, einfach nur hier viele Schrägteile zusammengebracht. Hier auch nochmal das Eis mit dieser. Ja, eben mit dieser Marmorierung drin. Mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein. Und ihr seht, wir haben hier also sehr viele jetzt zerklüftete Flächen. Ja, nicht schön zu bauen, kein riesiger Bauspaß, aber im Endeffekt dann ein schöner Effekt. Und das Teil, das wird jetzt hier dran gesetzt. Wir haben ja hier die Noppen nach vorne gebaut und da setzen wir jetzt einfach diesen Teil der Mauer oder dieser Wand einmal dran. Bisschen andrücken. So. Und dann haben wir hier unsere Grundfläche schon so gut wie fertig. Da kommt jetzt noch ein bisschen Verzierung drauf. Und natürlich haben wir noch die zwei weiteren Figuren. Hier ist der Nachtkönig. Nee, Nachtkönig? Doch, der Nachtkönig drin. Da sieht man schon seinen Kopf. Und hier haben wir unseren Jon Snow. Der ist immer noch richtig zerlegt. Also ich hoffe, die sind genauso gut geraten wie der Kollege da hinten. Dann baue ich mal noch schnell den Rest hier zu Ende. Und da haben wir sie verbaut, die 176 Teile zu einem ja, netten, aber sehr kleinen Diorama. Aber ich finde es tatsächlich, ich bin überrascht, ich finde es tatsächlich für die Größe echt ganz nett. Ich dachte, oh, das ist so ein piefiges Set, aber es ist echt nett geworden. Vor allem, es ist irgendwie eine schöne, lebendige Szene. Ich habe mich auch bemüht, die hier möglichst, ich sag mal, ja, hier anleitungsgetreu nachzustellen. Also, cooles Ding. Ihr habt jetzt ein wenig die Rundumansicht und jetzt gehen wir noch mal in die Details. Das hier sind die Teile, die übrig geblieben sind, so ein paar Kleinteile für die Ersatzteilkiste und hier noch mal die Ansicht unseres Dioramas. Den Kollegen hier, den habe ich euch ja schon gezeigt. Schauen wir uns mal Jon Snow an und ja, der ist ganz nett geraten. Was mir nicht so gut gefällt, das sind hier die Augen, das sind wieder diese ja, hohlen Augen, wo ein bisschen weiß rundherum gedruckt ist. Ansonsten, ja, vom Gesicht her die am wenigsten gelungene Figur, aber dennoch ganz gut.
muss man sagen, man kann tatsächlich ja, das Gesicht etwas erkennen. Oben der Haaransatz, der gefällt mir nicht so gut. Aber ansonsten vom Bart her ganz, ganz gut gemacht. Dann natürlich hier sein Pelz, den er oben trägt. Dann hat er hier nochmal so zwei Gürtel über die Brust laufen, die Arme und dann hier natürlich das Schwert. Und da sieht man dann eben auch den, was war denn das noch? Ein Wolfskopf genau an seinem Schwert. Wie es heißt, ich weiß es nicht mehr. Es ist alles schon etwas zu lange her. Dann hier unten hat er diesen Rock und ja, der ist auch hier aus Gummi, also der ist flexibel. Wenn das Bein dann nach vorne kommt, dann macht er auch ein bisschen Platz dafür. Alles schön strukturiert, sehr, sehr viele Details hier aufgedruckt, auch unten auf den Stiefeln. Also die Figuren, die sind echt nett. Sehr, sehr toll gemacht mit so vielen kleinen Details. Ihr müsst ja überlegen, hier ist mein Finger, wie klein diese Figuren doch sind. Und da kann man das echt gut sehen. Also hier, Gummirock sieht cool aus. Also macht wirklich eine gute Figur. Und dann schauen wir mal von ihm aus eine Etage nach oben. Da steht der Mr. Bad Boy, der Nachtkönig, der ja dann doch ziemlich flott, Spoiler, gekillt wurde plötzlich am Ende. Und sein Kopf, ganz klar, der ist in Blau gehalten und ja auch so ein bisschen transparent. Was mich hier irritiert, die Hände, schaut euch die mal an, die haben mehr dieses türkis-grün-bläuliche, wie auch hier diese Fliesen. Und sein Kopf, der ist dann so richtig blau. Also das ist irgendwie nicht so ganz passend. Dann hat er hier auch seinen Körperpanzer, seinen Schutz an. Auch hier sein Rock ist ebenfalls, ja, hier kann man es sehen, aus Gummi. Also der ist flexibel und passt sich dann eben den Posen an, die er macht. Und er hält natürlich auch hier seinen Speer in der Hand mit dieser blauen Spitze. Also die ist mehr ja, milchig weiß und wubbelig als wirklich blau. Aber sie soll eben blau sein. Und wenn wir ihn mal auf die Rückseite drehen, kann man hier nochmal sehr schön, ne, wenn es scharf geht, seinen Kopf sehen. So ein bisschen transparent eben. Und wie er dann von der Rückseite aussieht. Also ganz klar, meine Lieblingsfigur hier bei dem Set ist hier unser kleiner Zombie. Der ist richtig cool geraten. Die anderen sind auch nicht übel. Allerdings, ja, hier kleine Defizite beim Gesicht. Da oben, dieser Unterschied zwischen Hand und Kopf. Aber ich jammer hier schon echt auf hohem Niveau, was das angeht. Die Figuren, die sind, Moment, Daumen hoch. Echt schön und deswegen kauft man sich das Set ja hauptsächlich. Ansonsten haben wir hier noch ein paar, ja, hier noch so weiße Platten drauf gebaut mit ein paar Transparentsteinchen. Hier nochmal so ein kleines Gewächs, so ein verdorrtes und ja, also viel mehr gibt es da nicht mehr zu sagen, außer die Flammen, die sind noch ganz cool geworden, alles hier reingesteckt und ja, die sehen gut aus, hat was. Gibt dem Ganzen so eine gewisse Dynamik noch mit. Was mich hier aber wundert, dafür muss ich mal kurz kippen. Wir haben hier unten zwei Transparentsteine eingebaut. Einmal den hier und den sieht man hier auch noch. Wunderbar. Und dann einmal den hier noch und den, ja, den haben wir komplett überbaut. Also völlig unnötig, da einen schönen blauen Transparentstein reinzusetzen. Aber naja, wieso nicht? Wer hat, der hat. Und ja, wer das Set hier noch nicht hat, Freunde, der kann jetzt hier einfach auf den Link oder in den Link unten in meiner Videobeschreibung unter dem Video klicken. Dort geht's zu Amazon. Das Ding hier gibt es natürlich für einen relativ schmalen Euro. Ich finde, das kann man durchaus machen. Vor allem so für sich alleine gesehen ist dieses Set hier, naja, ich sag mal, nicht viel. Aber wenn man es nachher mit den anderen Sets kombiniert, das wird sich doch wohl keiner bei Mega Constructs gedacht haben. Ich denke, dann wird ein Schuh draus. Also ich freue mich schon. Als nächstes bauen wir den eisernen Thron und dann kommt noch der große Drache mit dran. Also, es hat mir überraschend viel Spaß gemacht. Das Ergebnis, finde ich, kann sich sehen lassen. Von daher freue ich mich schon aufs nächste Mal und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei hier bei MeAppleCat, wenn es wieder um das Lied von Eis und Feuer geht. Wie es geendet hat, vergessen wir mal. Das hat alles kaputt gemacht. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.